Hallo und herzlich willkommen zurück, mal wieder nach langer Zeit, bei Planet Zoo. Ich habe tatsächlich seit, keine Ahnung, lass mich überlegen, grob beschlagen vielleicht 6 Monaten, 7 Monaten kein Planet Zoo mehr gespielt. Planet Coaster sogar noch viel länger nicht. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal wieder ein bisschen mehr auf Planet Zoo spielen. Planet Coaster vielleicht tatsächlich auch wieder. Mal gucken, je nachdem, wie ich durchkomme. Aber ich würde tatsächlich... Oh, ich habe ein verletztes Tier. Ich würde tatsächlich gerne hier noch ein wenig weiterbauen. Und zwar der Park tatsächlich ist ja doch... Was heißt, liegt am Herzen, aber das ist jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Irgendwie ganz was Eigenes. Irgendwie so habe ich generell irgendwie noch nie gebaut. Und keine Ahnung, ich finde die Art tatsächlich relativ cool. Eigentlich so wie er bis jetzt ist. Und ich würde hier echt gern weitermachen. Ich habe jetzt gesehen, es sind irgendwie noch 2 neue DLCs rausgekommen, seitdem ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. European Pack. Und, ah ne, das andere kommt erst noch. Wasser. Irgendwas mit Biber, glaube ich, war da noch dabei oder so. Ich habe keine Ahnung genau. Oh, ein Luftballon. Aber, jo, ich würde sagen, wir spielen hier ein bisschen weiter. Ein bisschen trüb ist es gerade, merke ich. Keine Ahnung, wieso. Ich muss auch erst so ein bisschen wieder in diese Spielmechanik reinkommen. Ich habe jetzt nur gesehen, dass tatsächlich die... Was war das hier? Erdferkel, glaube ich. Die waren ja hier. Die machen scheinbar jetzt irgendwie was Eigenes. Die buddeln jetzt irgendwie selber Löcher oder sowas, wenn ich das richtig verstanden habe. Keine Ahnung. Ich werde es rausfinden. Gehe ich mal von aus. Und noch eine Folge. Zack. Gut. Und... Ich bin ja am Überlegen gewesen, ob ich nicht hier drüben vielleicht Erdmännchen reinmache. Werde ich nicht machen. Tatsächlich aus einem einfachen Grund. Mir sind hier zu viele Leute irgendwie an dem Stück. Und ich glaube, die fühlen sich ein bisschen eingeengt. Ich werde jetzt wahrscheinlich eher hier drüben Erdmännchen reinsetzen. Erstmal aber gucken, was brauchen wir für die Tiere überhaupt für einen Zaun. Ne? Aber erstmal gucken, ob ich sie überhaupt... bauen kann oder nicht. Oder was heißt bauen? Kaufen kann. So, Erdmännchen. Oh, hier ist ein Alpha-Tier. Keine Erdmännchen. Ist das alles? Oh, das ist aber... Nee, Moment, ich bin falsch. Hier, Tierhandel, da muss ich hin. Achso, ich habe jetzt nur Erdferkel ausgewählt wahrscheinlich. Erdmännchen. Okay, es gibt Erdmännchen, aber sie brauchen viele Blätter. Na, scheiße. Aber mal gucken, vielleicht kaufen wir einfach mal die 2 älteren Exemplare hier, wobei so alt sind sie gar nicht. Weiter gucken. Zoopedia, mal schauen, was brauchen die für einen Zaun. Ah, gerade 2 reicht, 1,20 Meter hoch. Ist eigentlich auch okay. 180 Quadratmeter Fläche. Ach, guck an. Schau, jetzt können wir das hier eingeben, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tiere. Ach, das kannte ich gar nicht. Siehste? Das ist sehr gut zu wissen. Barrierestufe 2. Aber ich habe tatsächlich immer ganz gern immer so dieses das Glas eigentlich, hätte ich ganz gerne. Stufe 3, nicht erklimmbar, es ist wasserfest, das ist natürlich auch fein. Achso, drehen ging hier nicht mit W und Q, mit Q und E meine ich. Wie machen wir es am besten? Sollen wir hier komplett den Fleck mit Ding auskleiden? Eigentlich eher weniger, oder? Ich glaube, wir machen einmal hier an der Stelle so... probieren wir mal, hä? Hier... Ich muss jetzt tatsächlich bloß noch mal kurz gucken, wie ging jetzt noch mal... Ach, hier. Gebogenes Glas. Okay. Achso, das geht jetzt an der Stelle natürlich nicht. Kann ich damit andocken? Da zieht ihm das Glas so nach innen weg. Das ist natürlich nicht schön. Das ist falsch. Ich muss immer hier mittlerer Maustaste muss ich drücken.
Oder gibt's, falls irgendjemand weiß, kann ich das theoretisch ändern? Wisst ihr das? Dass ich jetzt mit Q und E nicht hier rauf runter fahre, sondern dass ich mich links und rechts drehen kann? Geht das irgendwie? Keine Ahnung. Bin ich ein bisschen nervig. Ich bin es gewohnt, mit Q und E die Seiten zu drehen. Ich mache jetzt hier aber mal ein gerades Stück. Kommen wir hier hin dazu. Und ich glaube, einfach hier so gerade nach oben, dass das hier so der Bereich für die Erdmännchen wird. Hier kommt vielleicht noch ein bisschen Deko und Ding dazu. Hä? Achso, geht das hier nicht? So geht's. Komisch. Es ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, hier wieder ein bisschen zu spielen, tatsächlich. Irgendwie, das ist so... Ich habe schon lange nicht mehr Planet Zoo gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum. Weil das Spiel selbst ist ja mega cool. Aber irgendwie so die... Wahrscheinlich hat einfach die Kreativität so ein bisschen gefehlt, schätze ich. So. Gut. Das, würde ich mal sagen, wird unser... Gehege, auf alle Fälle. Glasgehege-Eingang. Das ist natürlich auch klasse, weil die Erdmännchen hier nämlich gar keinen Stress machen. Soll ich? Ja, so gefällt es mir aber überhaupt nicht. Vielleicht machen wir es... Sollen wir das hier hinsetzen? Oder sollen wir von hier aus einen Tunnel graben und einmal hier rüber? Sodass es nicht auffällt irgendwie? Oder, nee, was weiß ich, ich mach das mal tatsächlich doch irgendwo hier rüber. Weil ich würde vielleicht, mal gucken wir jetzt erstmal, wie groß das Gehege ist. Was hat das für eine Fläche? Ging das hier irgendwo zum Gucken? Ich glaube ja. Hier, 596. Okay. Dann ganz schnell kaufen, bevor die Tiere teurer werden. Wir haben einmal hier Erdmännchen. Und... Habe ich jetzt zwei? Eins. Hä? Ich dachte, ich habe zwei gekauft. Hier haben wir noch ein Weibchen. Dann machen wir das so, oder? Dann kommen die drei Tiere hier einmal an den Zoo. Also zu mir. Müssen wir nur noch kurz ein bisschen warten. Dann sind die Tiere auch da und dann weiß ich generell auch, wie es weitergeht. Hier die Barriere hat ja geheißen, wir können, warte mal, Barriere auf 1,20 reduzieren. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Höhe wir hier haben. Ja, dann lass mal so, oder? Die Gäste können hier gut durchgucken. Die müssen dir nicht angrabbeln, da die Tiere. So, 1,32. Konnte ich nicht alle Gläser auswählen? Nee, das ging nicht. Okay, schade. Jetzt muss ich doch jedes Glas einzeln irgendwie auswählen. 34. Hä? Keine Ahnung, wo das jetzt hängt. Wobei, es fällt auch gar nicht so auf eigentlich, wenn man ehrlich ist. Oh, die Erdmännchen sind da. So, was braucht ihr erstmal für einen Boden? Kommt, sagt es mir. Genau, also stabiler Rückzugsort natürlich ist mal für die Katz. Da haben wir nämlich gar nichts. Ein bisschen was anschmieren. Erde leicht. Brauchen sie ein bisschen mehr, ne? Bisschen Gras, braucht man Sand, ist okay. Felsen geht auch ein bisschen, aber ja, doch, passt. So, haben wir 26. Darf ruhig ein bisschen mehr Erde sein. So. So ein Fleckchen grün. Wäre noch ganz cool irgendwo.
Hier so eine kleine Insel. Warte mal, brauchen die Wasser zum Planschen? Tatsächlich. Ach nee, brauchen sie nicht. Schau. Bisschen Felsen, den Sand, den haben wir jetzt ein bisschen eliminiert. Das ist natürlich auch okay. Gut, dann haben wir schon mal den ersten Step so ein bisschen geschafft. Schauen wir noch kurz Gehege für die Tiere, dann mal Erdmännchen auswählen. Filter, hier die Tierart. Die Erdmännchen. Jetzt machen wir erstmal kurz ein bisschen was zum Essen und sowas. Viele Gäste denken, dass Tickets sehr günstig sind. Hm. Immerhin kenne ich noch einen Großteil der ganzen Befehle und alles. So, wir haben einmal das. Eine Wasserschüssel in klein oder in groß. Machen wir eine kleine Wasserschüssel vielleicht. Und einmal ein Esstablett. Hat das früher auch schon immer Esstablett geheißen? Was, das andere ist ein Wassertrog. Wassertrog groß. Okay, ist ein bisschen hart, oder? Oder wollen die planschen tatsächlich? Aber ich glaube eigentlich für die Menge an Tieren, da reicht auch der Kleine. So. Wie geht's euch? Also der Rest hier oben, der passt schon mal ganz gut. Bepflanzung brauchen sie nicht unbedingt. Aber ich würde trotz alledem vielleicht noch mal ein paar Pflanzen mit dazusetzen. Definitiv. Ein Termitenhügel. Bisschen was zum Spielen, das ist natürlich klasse. Finde ich cool. Welche Temperatur brauchen wir hier? Sozialverhalten 3. 1%. Da habe ich jetzt ganz vergessen zu gucken, ne? Tiere, Moment. Erdmännchen. Wie viele Tiere brauchen wir denn für ein gemütliches Miteinander? Wo haben wir es denn stehen nochmal? Hier. Gruppengröße partnerlose Männchen ohne Jungtiere 2 bis 12. Gruppengröße partnerlose Weibchen ohne Jungtiere 2 bis 3. Ich wollte aber trotzdem nur ganz kurz gucken. Wüste und Graslandschaft. Okay. Dann filtern wir hier vielleicht auch mal kurz. Wüste und... Oh, Moment. Graslandschaft. Die dürfen ruhig ein bisschen versteckt sein, dass man hier einfach ja doch in Ruhe trinken kann. Und hier, wie er tropft die ganze Zeit. So, Erdmännchen. Jetzt gucken wir mal kurz. Sozialverhalten. Stress ist natürlich hoch, das war klar. Ich drücke mal den falschen Knopf. Ich muss jetzt mal gucken. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich mal kurz gucken. Wir hatten ja einmal Barriere oben gewölbt. Ne, das haben wir nicht. Ich brauche jetzt... Wo ging das denn nochmal? Ich möchte jetzt eigentlich... Ach so... War das das Problem gerade? Ja. Siehste, so. Zack. Da ging es nicht, weil da hatten wir das falsche Glas. Jetzt ging es wieder so. Ja, da muss man tatsächlich echt ein bisschen aufpassen, weil die Tiere sollen ja natürlich vom Wohlbefinden her schon gut sein. Oder denen soll es gut gehen, so muss ich sagen. Tierschützer sind relativ schnell hier auf dem Plan, ne? Oder auf dem Weg da. Das ist ja ziemlich nervig. Hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. So, haben wir noch was? Ah ja, hier. Oh, jetzt wird es auch noch kalt. Natürlich. Alles auf einmal. Sein Mist. So, hier. Und da. Gut. Dann haben wir einmal das. Die Tiere brauchen natürlich Temperatur, hat es geheißen. Dann werden wir Heizkörper bauen. So.
Und so. Wir brauchen irgendwas so zwischen 13. Was machen wir denn? Machen wir dann so 20 Grad? Okay, gehen wir auf 20. 19, 20. Gut, dann haben wir das hier unten. Allerdings sehe ich gerade, brauchen wir auch noch eins. Dann natürlich, klar. Machen wir hin. 19, 20. Gut. Ja, geht Ruhe, Mann. Ich mach doch alles hier für die Tiere. Stress wird allerdings tatsächlich nicht besser. Ach so, ich habe hier noch was vergessen. Oh. Das wollte ich natürlich nicht. Habe ich die falsche Seite ausgewählt. Warum ist hier einmal innen und einmal außen? Das versteht einer, wer will. Hier drüben ist auch noch. So. Okay, mal gucken. Geht euch jetzt besser? Oh, Stress ist krass hoch. Wohlbefinden ist allgemein ziemlich im Keller. Ach so, warte mal. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Kann ich das während der Pause auch? Ja. Es gab ja noch so viel zum Forschen und alles, natürlich. Da werden wir jetzt erstmal kurz gucken, die... Lass mal hier. Mechanikerforschung hatten wir, glaube ich, alles durch, ne? Ja, krass. Die Bildung für die Menschen. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, das machen wir auch jetzt schnell während der Pause hier, während das Spiel steht. Es gab ja hier... Ja, stimmt, Restaurants sind dazugekommen, meine ich, gelesen zu haben. Und hier steht auch schon Restauranttische mit dabei. Und hier sind tatsächlich relativ viele neue Sachen dazugekommen. An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir haben hier... Okay. Hier haben wir auf alle Fälle einmal eine Glosse. So, dann einmal Erdmännchen. Infolautsprecher, Umgebungslautsprecher, nö. Info tatsächlich wäre ganz gut. Ich bleibe jetzt mal, ja, meinem Muster ist erstmal so ein bisschen treu, dass ich die Lautsprecher hinter dem Monitor so ein bisschen versenke. Wird wahrscheinlich nicht so bleiben, definitiv. Hab so ein paar andere Ideen, aber das mache ich dann alles nach und nach. So, jetzt gucken wir einfach mal kurz hier Info. Ah, die kollidiert natürlich klar mit dem anderen. Das ist natürlich dann für ein Poppes. Dann kann man das Ganze nochmal ein bisschen... Achso, Moment. So, dann löschen wir kurz. Gästeeinrichtung. Ich glaube auch, dass wir einmal diesen... Ja, den da, genau. Ach, den hatten wir sogar als Favorit hinterlegt. Auch gut. Dann kommt einmal hier einer hin. Vielleicht hier drüben noch, oder? Den könnt man hier hinsetzen. Ob ich den... Ach, hier oben. So, gut. Was wir vielleicht doch machen, wir werden dann hier drüben so ein kleines Häuschen bauen vielleicht. Mal gucken, vielleicht, wenn wir das hinkriegen so. Einmal hier kurz Gelände ein bisschen erhöhen. Kann ich das auch stufenweise hochheben? Geht das? Jetzt meißel ich, warum auch immer. Meißeln ist... Achso, nach unten. Ach, ja klar. Hier nach oben. Die Größe nur vielleicht ein bisschen kleiner setzen. Dass die so ein paar... Ja, Hügel in Anführungsstrichen kriegen, wo sie sich drunter verkriechen können. Wäre natürlich ganz cool als Unterschlupf, weil es schaut einfach immer irgendwie gut aus. Oh, ich habe das Tier gerade eingegraben, habt ihr gesehen? Das wollte ich gar nicht. Hier unten kommt es wieder raus. Ich lasse es mal kurz weiterlaufen. Aber es ist halt riesengroß, ne? Das ist irgendwie so richtig cool, schön. Ist es nicht. Aber ich kann hier noch ein bisschen... Jetzt ist das ein bisschen blöd wegen dem Schnee. Tatsächlich.
Weil ich sehe nicht so viel. So, Stress, Sozialverhalten ist gut oder besser geworden. Wohlbefinden, Lebensqualität, Fotobeschäftigung, das ist natürlich schon mal ganz toll. Stabiler Rückzugsort ist nach wie vor immer noch nicht vorhanden. Ich muss mich noch ein bisschen so reinfinden tatsächlich. Es ist echt schwierig gerade. Hier hätte ich tatsächlich auch nochmal gern so ein bisschen was Holziges. Das ist Arktis. Jetzt kann ich auf Pause machen. Nicht unbedingt. Australisch? Nö. Ach, warte mal, ich kann ja hier nochmal. Eigenschaft, Design. Nö. Moment. Und was war das denn? Doch, Design. Afrikanisch. Jetzt haben wir hier ein Reetdach. Rundholzwand. Schwierig, ne? Irgendwie ist das ganz cool, aber irgendwie ist mir das fast ein bisschen zu groß. Wir könnten aber sowas wie das hier eigentlich nehmen, ne? Ich probiere das mal kurz aus. Mal schauen, nur zum Wissen, wie das optisch wirkt. Weil so vom Unterschlupf an sich müsste es normalerweise passen. So, dann hätte ich tatsächlich ganz gerne einmal hier drüben. Oder doch eher das? Ja, doch eher das. Hoppala. Hoppala. Ich komme immer auf den falschen Knopf. Ist das okay so? Können wir ein bisschen steiler setzen vielleicht? So nach unten. Dann haben die so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die klettern müssen oder nicht. Weiß ich nicht. Aber... Warte mal, das versetzen wir vielleicht nochmal kurz. Du kommst erstmal hier hin. Dann könnte man sagen, okay, die haben hier ein bisschen was zum drunter klettern. Die Frage ist, zählt das als Unterschlupf oder nicht? Oh, ein Häufchen. Ah, guck an, schau, die graben unten ein bisschen. Schau mal, stabiler. Das zählt als kompletter stabiler Rückzugsort? Echt jetzt? Okay, klasse. So, aber jetzt dürfen die Tierschützer ja eigentlich mal wieder gehen. Hier einmal Tierpfleger rufen, die sollen einmal Essen auffüllen. Erforscht wird das sowieso ganz gut. Hier können wir vielleicht noch gucken, vielleicht können wir so ein paar ja, Lianen dranhängen, keine Ahnung. Oder Gestrüpp. Rückzugsort, das passt. Damit kann ich mich tatsächlich echt anfreunden. Hier drüben, jetzt muss ich mal gucken, weil wir hatten ja tatsächlich hier den Monitor relativ groß. Ich mache einmal vielleicht einen Monitor hier hin. So, Monitor. Genau. Es kommt einmal einer hier dazu. Der andere Monitor kommt. Ich würde sagen, hier. Haben wir noch einen dritten, oder? So. Achso, natürlich, klar. Den habe ich jetzt falsch umgedreht. Bildschirm drehen. Zack, zack, zack. Ach, das war natürlich wieder falsch. Ich muss mal dieses Ding ausmachen hier. So. Jetzt, dann erkenne ich es wenigstens ein bisschen. So. Einmal Erdmännchen. Wir hatten noch hier drüben einmal Erdmännchen. Ich hoffe, der Strom geht bis dahin. Nö, tut er nicht. Und den Kasten hier habe ich auch falsch rum hingesetzt. Und er raucht. Das heißt, er ist eh schon kaputt. Natürlich ganz klasse. Dann reißen wir die Kiste nochmal. Warum ist der so schnell kaputt? Oder hat er auch nur gesagt, weil er keinen Strom hat? Und doch, er hat Strom. Seltsam. So, Infolautsprecher hier oben drauf. Erdmännchen auswählen. Und die Zone noch ein bisschen anpassen. Machen wir es ein bisschen kleiner, damit die Leute hier einfach nicht von Zone zu Zone springen. Genau. So, hier brauchen wir auf alle Fälle nochmal ein klein wenig. Ja, wie sagen wir es?
Deko. Irgendwie hätte ich gerne so eine Säule oder irgendwas noch. Gibt's das hier unter Wände mit dabei noch? So eine ganz, ganz dünne Holzsäule. Ach, hier. Das ist eher von ihr nur so eine fette Lehmsäule. Das möchte ich jetzt eher weniger. Ist mir auch zu dick, tatsächlich. Das ist irgendwie nichts... Nichts gut. Mal gucken. Sollen wir... Hey, Job. Ja, ja. Dann haben die tatsächlich hier oben ganz was Cooles eigentlich. Dann, die können klettern, sie müssen nicht. Ich hoffe, sie springen nicht über den Zaun. Vordech. Achso, klar, das ist eine neue Rubrik. Die kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Glaube ich zumindest, wenn doch, wäre es peinlich. Gehege, mal gucken, hier zum Schlafen. Natürlich, auf was schläft sich am besten? Auf schönen Blättern. So, aber ich hätte tatsächlich gerne noch so ein paar kleinere. So dabei. Hier drüben vielleicht. Siehst du, dann sind die nämlich hier auch so ein bisschen... Bisschen versteckt. Die können hier runterkrabbeln. Haben hier und... Oh, ich sehe gerade, der hängt in der Luft. Der hängt in der Luft. Das möchte ich nicht. Dann machen wir es so. So, aber das ist die Ding... Konnte ich nicht irgendwo die Ding ändern? Nö, ging nicht. Was ich wollte zumindest. Okay. Naja, egal. Hier die Temperatur, die muss natürlich auch unten runter auf den Boden. So, cool. Dann haben wir hier schon mal so ein kleines Teil und das hier hängt auch in der Luft. Machen wir es so, hä? Juppa! Der Bereich oder der Teil hier auch nochmal ein Ticken runter, aber ich könnte den eigentlich noch so ein bisschen rübersetzen. Schöner, ne? Ja, cool. Dann haben wir jetzt schon mal das. Sie fressen auf alle Fälle schon mal ganz gut. Stabiler Rückzugsort sagt jetzt noch 22%. Das tatsächlich verstehe ich gerade nicht, warum. Weil ich hier zu viele Blätter habe, oder? Ich war gerade bei 100%. Ich mach einmal kurz alles nochmal zurück. 18. 41. 92. Hä? Schau mal. Der eine Pfosten nimmt mir so viel. Ja, lass mal fast mal so stehen, oder? Ich mache jetzt mal ganz kurz hier einmal die Dinger hier rein. Mal schauen, was er dann sagt. 76. Okay, also das lässt jetzt zumindest mal so. Nee, lässt er nicht. Ist doch komisch, oder? 76. Ja, dann bleibt das tatsächlich mal kurz so. Ich dachte, da läuft jetzt gerade ein Tier hoch, aber nö, das ist ein Luftballon. Irgendwo da oben. Sollen wir vielleicht nochmal so ein Teil... ...so ein Ticken erweitern vielleicht? Sollen wir das so noch machen? Ich würde dann vielleicht aber auch tatsächlich hier nochmal ein bisschen die Ding erhöhen. Dass das nicht gar so komisch aussieht. Dann steht das hier oben an.
So. Zählt das jetzt vielleicht irgendwie als mehr? Warte mal, wo ist die Tierchen? Hier. Das Erdmännchen sitzt ganz gemütlich rum. Nö, es zählt immer noch als 76%. Ja, dann müssen wir da einfach mal... Müssen wir danach einfach ein bisschen gucken, tatsächlich. Hier. Abgeschlossene Forschung. Ich bin ja... Warte mal, wir gucken gleich jetzt mal, was können wir theoretisch noch für die Tiere jetzt hinstellen. Ein Sprinkler. Wasser. Der Rest bleibt hübsch gleich. Was ist denn das? Bisschen große Erdmännchen, oder? Okay. Rundholzrückzug. Tatsächlich finde ich... Alter, mega. Nee, aber ernsthaft. Das Teil hier ist doch richtig cool. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, warte mal, ich mach das mal kurz. Einmal so, dann regnen wir es auf die Gäste. Sollen wir es so setzen? Nee. Das zählt als kompletter Rückzugsort für die Tiere. Krass. Oh, da guckt ein bisschen Beton durch. Aber tatsächlich finde ich es eigentlich echt cool. Ich werde vielleicht nur die Farbe oben so ein bisschen anpassen. Das, glaube ich, müsste ja normalerweise funktionieren. Ich glaube, wir machen es in dieser Farbe. Das sieht so komisch aus. Aber es passt halt einfach besser zum ganzen Bereich irgendwie. Das muss man schon auch sagen. Dann das hier auch noch. Zack. Angewendet. Fertig. Cool. Dann haben wir ja doch endlich unsere kleinen, putzigen Erdmännchen bekommen. So, warte mal. Der muss hier natürlich schon Essen reinstellen. Tierpfleger zugewiesen. Das wäre natürlich ganz gut. Ah ja, kommt. Dann mach doch bitte mal die Futterstelle voll. Futterqualität 2 ist natürlich noch besser. So. Dann haben wir das. Saug das frei. Und wir haben... Baby-Erdmännchen. Wow, cool. Es hat sich jetzt schon gelohnt. Ja, mega, oder? So, nochmal hier. Dann machen wir allerdings nochmal... Und die graben halt selber Höhlen. Das ist so gut, Mann. Das ist echt so gut. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Die Pflanze wollte ich noch. Ah, mal hier rüber. So. Gut, dann gucken wir uns mal kurz durch. Schau mal, wie die durch dieses Ding streifen, Mann. Wie geil ist das denn? Wir haben ein krankes Tier entdeckt. Apropos. Zoo, Ärzte, Arzt. Wo war das denn? Einrichtung, Mechaniken, nö. Ach hier. Eine aktive Krankheit. Das ist natürlich schlecht, weil die haben wir noch nicht erforscht. Tetanus. Wir könnten dann fast noch hier die Kuhpocken machen. Und den Rest lassen wir erstmal noch kurz. Die anderen Ärzte, die dürfen noch bleiben hier. Halt, mach das mal weg. Ja, Krankheiten haben wir tatsächlich noch sehr, sehr viel. Schildkröten, Herpesviren. Alles klar, was alles gibt.
sehr feiner Zoo. Gefällt mir langsam. Hier bei den... was hatten wir denn hier? Wildschweinen, oder? Warzenschweinen hatten wir hier. Und... Oh. Die sind massiv gestresst. Ich guck mir das mal durch. Auf alle Fälle. Wunderbar, cool. Dann haben wir das schon mal gemacht. Und ich werde jetzt aber tatsächlich eine Aufnahmepause machen. Ich werde das mal ein bisschen verarbeiten und dann vielleicht noch ein bisschen so durchgucken ohne euch. Ich lasse jetzt mal hier eine Folge komplett lang, also geht 35 Minuten, sowas knapp. Und mal gucken, vielleicht kommt ja der eine oder andere auch nochmal und sagt hier, hey, passt, ist gut oder so oder nicht oder wie auch immer. Und mal gucken, wie der ganze Bereich weitergeht, weil das hier soll ja noch alles Afrika werden. Der ganze Bereich hier. Und bin ich gespannt drauf. Ich sag danke, Leute, fürs Zugucken. Ich bin mit dem, was bis jetzt hier ist, tatsächlich sehr zufrieden. Und hoffe, ihr seid's auch. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.